Willkommen zum DFB-Pokal. Borussia Mönchengladbach empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt. Und wir sind natürlich hier im Halbfinale mit dabei. Es ist erstmal die letzte Bundesliga-Saison, in der wir dann auch sagen, okay, DFB-Pokal, Champions League, Europa League, teilweise auch zweite Liga ist mit am Start. Entsprechend wollen wir dieses, ja, Pokal-Flair hier nochmal genießen, denn bei uns ging es richtig oft in die Verlängerung. Mal abwarten, wie das heute so wird. Wir haben natürlich auch das zweite Halbfinale Bayern München gegen Borussia Dortmund im Petto. Noch das Finale zeigen wir noch, bevor wir dann in der kommenden Saison uns voll und ganz auf Liga 1 konzentrieren und hier an jedem Wochenende wirklich alle neuen Partien dann eben zeigen. Momentan sieht es in unserer DFB-Pokalstatistik wie folgt aus. Ich führe mit 3 Punkten und einem Tor. Das bedeutet also, wenn ich das Halbfinale komplett gewinne, also beide Partien, dann habe ich den Titel auch sicher. Ein Unentschieden kann es logischerweise nicht geben. Wenn Mucke beides gewinnt, dann wäre er vorne, aber ich könnte im Finale nochmal zurückkommen. Er könnte, also er träumt davon. Pass mal auf, ich gewinne das einfach hier und gut Sag ist. mal, Jascha, was ist dein Problem? Ah ja. Der hat eine Macke, hat der. Jascha hat auf jeden Fall Bock, mal was anderes zu pfeifen als Bundesliga. Ja. Aber er bleibt national. International, klar, bei der Linie, da hat er keine Schnitte. Nee. Oh, renn doch zurück, dann hätten wir den Ball noch gehabt. Jetzt hat Frankfurt wieder die Pille. Schön gemacht. Ja, das ist nicht Das hätte drin. es sein müssen. Das hätte es sein müssen. Ja, zu So, das Heide. war. Das pfeifst du natürlich wieder nicht, ne? Hätte ich jetzt auch nicht gepfiffen. Eins zu null Gladbach. Das darf nicht wahr sein. Wunderbarer Traumpass. Damit ist jetzt Stand alles nur bei null. Alles bei Null. Es ist aber ärgerlich, weil ich habe schon wieder die gute Möglichkeit liegen gelassen und defensiv dann so ein Fehler. Naja, gut, weiter, weiter, 1 weiter, zu weiter. 0. Es ist noch viel zu spielen. Es ist noch viel zu spielen. Die Stimmung ist. Ich höre fast meine eigene Stimme nicht. Die Gladbach-Stimmung ist eine tolle Stimmung. Ja. Die Frage ist, wie lange bleibt sie so toll? Ja, ich hoffe doch mal eine ganze Weile, ne? Aber wenn ich das so scheiße spiele, auf jeden Fall. Ah, Hazard wunderbar aufgepasst. Ja, wohin? Der Gladbacher wartet da. Oh, das war knapp. Jetzt geht er da nach oben und nach innen und jetzt will er durchschieben. Oh. Was ein Strahl! Ja! Das war ein Strahl. Das war ein Strahl aus gut 25 Metern, oder? Ja, ne? Traumtor! Das war Meine Güte. traumhaft. Der war sehr weit weg. Bam! Ja, da guckt Sommer wieder. Ja, Sommer und ich, das ist genau so eine Geschichte, wie ich mit Wolfsburg und Gomez. Also, furchtbar. 1-1. Ich bin ja gespannt, ob es hier irgendwie in die Verlängerung geht. Ja, bis jetzt ist es ja wirklich so, dass alle Verlängerungen auf dein Konto gegangen sind. Ich habe noch nicht eine einzige für mich entscheiden können. Das stimmt. Das ist Ball gespielt. Ach, Junge. Und Jascha, verpiss dich vom Spielfeld. Und schieb dir die gelbe Karte sonst wo hin, Junge. Und der geht mir so auf die. Es geht mir. Bis jetzt geht mir nur Wasserscheiße auf den Sack. Aber der toppt langsam alles. Nein, nein. Komm. Genau. Oh nein, bisschen ungenau. Ansonsten geil. Ja, das stimmt allerdings. So, Traoré. Traoré Ja, schön in pennt. der Vorlage. Wessager, gut aufgepasst. Ja. Halbe Stunde rum. Gutes Pokalspiel bisher. Joa. Ja. Oh, ein bisschen schneller.
Vollidiot. Oh, Wendt, da musst du doch aufpassen. Da weiß doch, dass einer kommt. Da ist immer ein Topf und Zecker, der dich nervt. Du. Ja, ja, du hast Ball. Du hast Ball. Da muss man ja schon eher Angst haben, dass er Freistoß pfeift. Ja. Genau. Oh, Westergaard. Ey, geh schlafen, ey. Ich schwör's dir. Wer läuft da in der Mitte, hä? Ich. Oh. Was war das denn? Ey, jetzt ist Gladbach langsam ein bisschen ungenau. Das gefällt mir gar nicht. Ja, aber Frankfurt nutzt das noch nicht. Boah, Junge. Chance. Und Führung! Ja, Partie! Hier! Achso, gib es doch nicht. Sehr gut. Okay. Aber Frankfurt war in den letzten Minuten noch besser, muss man sagen. Führung geht in Ordnung, ist verdient. Oh, jetzt ist aber hier viel Platz. Ah, gut. Schöner Wurf, schlechter Pass. Gut gestört. Oh! Das ist Ballgespiel, das will der wieder pfeifen. Meier mit großen Schritten wird er gestoppt. War aber knapp. Hm. Oh Mann, nicht vorbeilaufen. Hohes Bein, Alter, ich schwör. 11 Meter. Ist. Das war's. Ey, warum pfeift der schon ab? Ja, keine schon Ahnung. Und abpfeife. Das ist so ein Arschloch. Der letzte jetzt Einwurf gehabt. Die Last Spielzeit hat gerade angefangen. Ja, ich habe mich jetzt auch gewundert. Aber du hast noch eine gelbe Karte gesehen. So viel Zeit muss sein. 45. Minute hier. Wie bitte? Ja, Christensen. So, Schüsse. Bin ich vorne. Die Hälfte habe ich aufs Tor gebracht, Ballbesitz ist ausgeglichen, Schussgenauigkeit, du 100%, ich 50%, die haben mir momentan gereicht, Passgenauigkeit liege ich mit einem Pünktchen auch in Front. 2:1 für Frankfurt nach Rückstand, mal gucken, das wäre natürlich eine sehr gute Ausgangssituation, dann hätte ich nämlich 6 Punkte Vorsprung, das heißt Mucke könnte am Ende den DFB-Pokal nur aufgrund der Tordifferenz für sich entscheiden. Ja, das würde ja zu unseren FIFA-Projekten eigentlich passen. Bis auf die. Nehmen wir mal die Champions League raus. Wie bitte? Nehmen wir mal die Champions League raus, die ja sehr deutlich auch an mich gegangen ist, aber sonst. Alles gut. Jetzt ist. Was ist hier los? Oh, was. Ey, das ist doch kein Zweikampfverhalten, Junge. Von Meier! Scheiße! Scheiße! Alter! Oh, das war stark! Jeder hat einen. Genau. Zieh! Ja! Nein! Oh.
Weg damit! Meine Güte! Oh, alle vorbei! War überhaupt einer dran? Nee, ne? Nee, ich glaub nicht. Nee. Das war mal eine schöne Ecke. Aufstehen, weiter. Och, getunnelt. Ja. Ach, zu spät. Ja. Getunnelt. Meier. Ja, das war eine... Vorlauf weiter. Das war eine Flanke. Das sollte eine Flanke werden. Flanke, Vorlage, alles. Gut. Nicht gut. Zurück! Zurück! Ja, wir haben... Hat ein Spinner. Schade. Oh, Junge. Ja, kommt doch irgendwie trotzdem an. Abseits. Lol. Oh, Meier macht hier das Spiel seines Lebens. Er will ins Pokalfinale. Ja, na klar. Ist doch auch eine schöne Sache. Ich meine, in seinem Alter, so oft wird es die Möglichkeit nicht mehr geben. Wenn überhaupt. Ja. Vielleicht die letzte Chance, hier so einen Titel mal zu gewinnen. Also jetzt gefällt mir Gladbach gar nicht. Schöner... Oh, nee, die kriegst du noch? Ey, der wäre so geil gekommen. Zurück, Freunde, zurück. Oh, Junge, doch nicht dahin. Es ist furchtbar langsam. Jetzt hält Gladbach die Zeit davon. Ja. Oh, Stindl, steh doch auf! Schön gemacht. Meier! Hey, die Flanke war zu wenig. Zurück, Freunde, zurück. Bitte. Ja. Ihr richtet mich auf. Ihr kotzt mich an. Ihr widert mich an. Oh, fuck. Einer. Oh, nein, ein Absprachefehler jetzt. Den hatten wir doch. Elfmeter! Naja. Alter, sind hier viele. Da kommt der auch noch fast an. Ja, hier kommt der. Ja! Oh, und alle laufen sie vorbei. Gut so. Der läuft nicht weiter. Ja, wichtig. 5 Minuten noch. Frankfurt schenkt das gerade so ein bisschen her. Ja! Davor! Nein! Mann! Gelbe Karte. Für mich. Zu Recht. Na ja, gut. Der hätte ja mit dem Schuss im zweiten Durchgang alles klar machen können, hat aber... Nachspielzeit läuft. 2 Minuten, das ist nicht viel. Verlängern. Sehr gut. Nochmal ein Angriff. Das ja, war's. Einwurf. Das war's. Es könnte reichen für Frankfurt. Da wollte ich den gar nicht hinhaben, du Idiot. Oh Mann. Ja, ja, schau, dieses pünktliche Abfall. Verpiss dich aus dem Laden. Also Frankfurt zählt bei uns
ins Finale ein. Und damit heißt das 6 Punkte Vorsprung für mich und 2 Tore. Ja, freut euch auf das zweite Halbfinale. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Da sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.